Moin Moin, meine lieben YouTuberinnen und YouTuber, euer No Orange heißt euch herzlich willkommen zur Tradecard und Sticker Wochenvorschau. Ja, und ich weiß jetzt nicht, ob dieses Video zuerst kommt oder mein Tops Beschwerdevideo. Ich habe euch ja gesagt, ich war mit Tops in Kontakt. Wenn das vorher schon war, es kommt entweder am gleichen Tag oder einen Tag später, werdet ihr das sehen. Des Weiteren noch ganz kurz Informationen zum Gewinnspiel. Nächste Woche gibt es da dann genauere Informationen zu. Und dann möchte ich mich noch entschuldigen für die letzte Woche. Die Qualität der Videos war nicht gut, wie ich fand persönlich. Ich weiß, ich bin jetzt kein Fachmann und kein Superheld und habe auch keine Ausleuchtungskisten und es ist nun mal Winter. Aber trotzdem, ich glaube, es ist schon schwer. Ich habe es gemerkt, man hat ja seine Freunde noch, man hat Familie, man hat jetzt Baby, Freundin, man hat Sachen noch zu erledigen, selber seinen Job, man muss ja auch Kohle ranbringen. Da denn das Zeitfenster im Winter zu bekommen, um gute Videos jeden Tag drehen zu können, die auch länger gehen, ist sehr, sehr schwer. Trotz allem möchte ich mich dafür, wie gesagt, bei euch entschuldigen. Und vielleicht mache ich es dann lieber so, dass ich zwei Videos auf einmal drehe oder drei Videos auf einmal, wenn das Wetter passt und habe dann vielleicht mal zwei Tage lang kein Video, dafür zwei Tage lang drei Videos am Tag oder keine Ahnung, irgendwie so. Also nicht wundern, wenn da das mal so der Fall sein sollte. Es bleibt trotz allem in der Woche bei den sieben Videos wie auch geplant. Und los geht's dann, und da fangen wir heute auch mit an, natürlich wiederum mit den Unboxing Dienstag und da wiederum zu Tops, zum ersten Champions League Sticker-Album von Tops aus der letzten Saison, was richtig, richtig gut war, so wie ein Sticker-Album sein sollte. Die Teams sind drinne, die Gruppen sind drinne, richtig reingelöst. Wirklich ein wunderschöner Aufbau des Albums. Und dazu haben wir hier 2, 4, 6, 7, 8 Sticker-Typen, die am Start gehen. Also von daher lasst euch gesagt sein, da wird sicherlich auch einiges ins Album passen. Mir fehlen ja, ich weiß es gar nicht, ich habe es nicht gezählt, aber mit Sicherheit 200, 300 Bilder noch. Naja, und von daher, da wollen wir wirklich angreifen und ein bisschen was tun. Am Mittwoch ist ja Star Wars Zeit. Da haben wir ja zurzeit die Clone Wars Reihe, und zwar Serie 3. Da hatten wir zuletzt ja die Sammelmappe und die Tin geöffnet. Die Tin war richtig geil. Dazu haben wir ja noch die Sticker-Serie aus Clone Wars. Ich gucke übrigens ja Clone Wars, die Serie, mittlerweile bei der 6. Staffel. Fehlt mir noch eine DVD, dann bin ich mit der Serie durch. Und ich habe noch was aus der Original-Filmwelt. Und es nennt sich, hat auch was mit Klonkrieger zu tun, nämlich Angriff der Klonkrieger. Aber es ist nicht von Tops oder Panini, sondern von Wizards of the Coast. Und zwar komplett in Deutsch. Angriff der Klonkrieger. Das Starter-Set. Ich habe es bei YouTube so noch nicht gesehen. In Deutsch mit Unboxing. Hier ist es das Starter-Set komplett mit 60 Karten am Start. Ist noch komplett eingeschweißt. Wird sicherlich bestimmt richtig cool. Ist auch, wie gesagt, auch auf Deutsch komplett. Hier ist so ein Spielplan dabei. Sicherlich eine etwas komplexere Sache als das, was Force Attacks normalerweise ist. Aber wie gesagt, da freue ich mich wirklich richtig drauf. Das wird bestimmt eine richtig coole Sache werden. Und ja, Donnerstag, Superheldenzeit. Ich mache hier mal ein bisschen Platz. Donnerstag ist Superheldenzeit und ihr seht am Poster schon, was da liegt, um was es geht. Wir hatten ja die Starter-Map von der Top-Serie Transformers letztes Mal geunboxed und die war wirklich gut. Mir gefiel sie jedenfalls sehr gut. Das ist natürlich auch immer Geschmackssache. Und jetzt haben wir nochmal 2, 4, 6, 7 Booster dazu zum ersten Mal. Auch das sicherlich eine richtig coole Sache. Und der Anfang war gut und ich denke mal, es wird weiter so gut weitergehen und dementsprechend freue ich mich da tierisch drauf. Nächste Woche dann wieder Wrestling, aber jetzt erstmal Superhelden. Am Freitag ist ja Bundesliga-Zeit. Und wir hatten ja letzte Woche die Match Attacks-Reihe, die aktuellen Match Attacks-Bilder, und wir haben ja auch noch die Oldschool-Reihe aus der Saison 2009-2010, die ich jetzt mache von Match Attacks. Und dazu gibt es noch, was ich noch habe, die Sticker-Serie, und zwar Werder lebenslang grün-weiß. Als Werder-Fan für mich natürlich auch richtig cool, das zu machen. Und da haben wir 2, 4, 6, 8, ich glaube 9 Tüten, die wir öffnen werden. 8 oder 9 Tüten Werder-Bilder sind da noch mit bei. Und da fehlt mir ja auch noch ein bisschen was, und das Album muss ich als Werder-Fan vollkriegen. Also kriege ich sonst die Krise, wenn ich das nicht voll habe. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ich das Ding, wie gesagt, voll bekomme. Am Wochenende ist dann wieder ein bisschen Chili-Zeit und da geht es gleich richtig zur Sache, obwohl es Chili ist, weil es geht um Yu-Gi-Oh! 5DS. Ich habe keine Ahnung von Yu-Gi-Oh!, wie ihr beim letzten Mal ja mitbekommen habt. Sticker haben so richtigen Oldschool-Charme, eher wie diese Transformers-Zeichentrickserie aus den 80ern. Die Bilder selber sind aber ja auch, ich glaube, 8 bis 10 Jahre alt, also noch relativ jung sogar. Und wie gesagt, sie versprühen ihren eigenen Charme und ich finde sie ganz cool und freue mich drauf, die mit euch weiter zu unboxen.
Und ja, das werden wir auf alle Fälle dann am Wochenende sehen, den Samstag. Am Sonntag haben wir natürlich auch Zeit und da geht es auch dran. Ich sehe es hier gerade, sind glaube ich auch wieder 10 Tüten. Also es geht richtig hier zur Sache. Und zwar haben wir da Springfield, also die Simpsons natürlich, ne? Ja, Simpsons kennt auch jeder und zwar ist es die 4. Kollektion. Da ähnlich geht es natürlich um die Hauptcharaktere, ist ja ganz klar. Dazu aber auch um die Hobbys und Nebenbeschäftigung der Simpsons, die es in der Serie bis dato gab. Das, ich weiß jetzt gar nicht, von wann das Album ist. Sehe ich jetzt hier nicht. Ich würde sagen, 10 Jahre alt vielleicht. Ich habe keine Ahnung, also hat auch schon ein bisschen Retro-Charme. Aber die Serie ist ja einfach wunderbar. Das alles diese Woche. Und wie gesagt, morgen geht's los mit Champions League. Freut euch drauf. Euer Orange sagt ciao, tschüss und goodbye.